anwesend hier, sag ich mal, das sicherlich bekannt. Vereinsvorsitzender Thomas Backe, Horst Jörling, dann Regenhardt, Helge Borchardt, meine Wenigkeit Lutz Bertram. Ich denke, das reicht erstmal von der Begrüßung her. Wir gehen uns erstmal ein bisschen auf den SG-Kampf ein, damit der Jan ein bisschen was zu sagen. Und danach dann zur Auslosung, die Jörling schon gespannt drauf wartet. Gut, dann. Ja. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße auch den Double Cup Sieger und Verteidiger von den letzten zwei Jahren. Zum Organisatorischen vorab möchten wir einmal euch einen neuen Pokal präsentieren. Und zwar gestiftet von Thomas Kack in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, was mit dem alten ist. Ja, also der letzte hat ein bisschen wieder gelitten. Wir hoffen mal, dass der ein bisschen länger hält. Deshalb aber einen neuen und ebenfalls erneut gestiftet von Paul Seifert, der Fairness-Pokal. Alle weiteren Pokale werden dann an den Turniertagen vom 4. bis 6. Januar wieder in dem Glaskasten dort ausgestellt sein. Wir haben ein, zwei Neuerungen oder beziehungsweise Dinge, wo wir etwas mehr darauf hinweisen möchten als in den letzten Jahren. Die Cup-Party, das ist letztes Jahr vielleicht ein bisschen untergegangen, haben wir mittlerweile einen Vorverkauf, einen ermäßigten für die Abendkasse oder für die Karten abends. An der Abendkasse kosten die Karten 6 Euro, also 1 Euro mehr als vorletztes Jahr noch. Das war auch im letzten Jahr schon so. 4 Euro dafür im Vorverkauf und jede Mannschaft kann, und das können Sie gerne auch schon heute Abend tun, ein 10er-Paket für 30 Euro erwerben. Das heißt also 3 Euro pro Karte. Da wären wir euch auch allen sehr dankbar, wenn ihr das dann nutzen würdet und dann natürlich auch erscheint. Weiterhin haben wir dieses Jahr warmes Essen zum Angebot. Das möchten wir hier nochmal ganz doll bewerben, dass keiner sich die Sorge machen muss, irgendwo hinzugehen oder nach Hause zu fahren. Die Familie Russo, die der eine oder andere vielleicht schon mal bei der Weihnachtsdisco in Gilde kennengelernt hat, die stehen mit ihrem Pizza- und Nudelwagen vor Ort und bedienen den ganzen Abend. Soviel zum Organisatorischen von der Cup-Party. Ja, heute ist Cup-Auslosung. Mein Name ist Herr Dimrek von Wolters, möchte ich auch noch herzlich begrüßen. Vom 14. Cup im jetzt 15. Jahr seit 2004. Wir haben dasselbe Losverfahren wie in den letzten Jahren auch. In der Gruppe A und B, oder beziehungsweise Gruppe Rohmacher und Gruppe, wie heißt der Krieg? Kreta. Entschuldigung. Gruppe Kreta, der SV Schladen und die SG Borstadt 2 gesetzt und in der Gruppe Rohmacher die SG Borstadt 1 und der SV Schladen 2 gesetzt. Die anderen 8 Mannschaften sind es noch, ne? 4, 12, nee, 10 Mannschaften werden jetzt im Wechsel zur Gruppe Kreta und Rohmacher hinzugelost. Und das macht heute unser Los für Jordi. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Genau. Cool. Du holst raus. Nächste vor. Nummer 1. SC Homburg. Hier haben wir die Homburger. In der zweiten Gruppe ESV Aachen-Dörsum. Dritte Gruppe wieder. TSV Imrode. TSV Gilde. SV Wedding. FC Großdörn. Ach so, nochmal? Ja, ein bisschen SV Kramme. SV Kissenbrück. Ja.
SG Heiningen-Börsow. SSV Remling. So, das war's. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Jordi. Prima gemacht, wie immer. Genau, deswegen als kleines Dankeschön gibt es natürlich trotzdem wieder was. Ich habe gehört, du bist großer Bayern-Fan, da haben wir eine Kleinigkeit. Viel Spaß damit. Nein, du bist ein Schlagenfan. Schlagenschwalz gibt es noch nicht. Ja. Nein, die kommen, die Bock. Kleiner Applaus für ihn. Jordi, bei uns. Du, Hanna, wir machen alles klar, dann machen wir das gleich. Ja? Und er sitzt da so. Setz euch mal schön dahin. Wartet, weiter geht's. Helmut, kannst du einen Schritt zurück? Könnt ihr noch mal gucken? Ja. Alle. Danke. Der Kicker wollte mir doch mal lächeln. Den habe ich auch mit drauf. Okay, dann ist gut. Dann arbeitest du schon. Dann möchten wir euch zu einem kleinen Illes noch einladen. Ihr bleibt ja da ruhig noch ein bisschen hier. Ne? Die Parteien jetzt auch links hier euch Brötchen hin. Ihr kommt vom beiden Verein. Lass ihn noch mal. Chip, dürfen noch ganz kurz abschließen, bevor jetzt hier alle gleich rausstürmen und nach Hause wollen. Genau. Also die Brötchen hat.